Sexuelle Mix, was geht ab von Herz Fresh? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hinter mir schon Chaoten, wie ihr seht. Ja, ich weiß, heute ein bisschen später, aber scheiß drauf. Heute mal Meringdam, ich wollte mal gucken, was hier so abgeht. Meine Feelings, also mein Vibe hat mir gesagt, gehen wir mal wieder Meringdam vorbei. Vielleicht ziehe ich noch weiter durch bis zum, was war das nochmal? Die Gneisenhofstraße, soll auch richtig gut sein. Letztens vorbeigefahren, mir das angeschaut. Und nebenbei wollte ich noch meine Kamera testen. Das neue iPhone 13 Pro Max. Und der Superweitwinkel soll dieses Mal besser sein als von den 11er oder den 12er. Ich würde sagen, die Quali ist okay, oder? Lichtverhältnisse? Aber in die Kommentare. Jetzt, bevor das Video beginnt und wir herumlaufen und wieder randomly Leute treffen oder was auch immer hier passiert, einmal jetzt einen Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren. Und ich würde sagen, es geht los. Ihr seht ja hier. Meringdam-Vibes. Ja. Mustafas Gemüsedöner, immer rappelvoll, da war wieder eine Schlange. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Wieder alles beim Alten, wir machen wieder Videos. Und ja, was wir unbedingt noch probieren werden, ist zum Beispiel Curry 36. Top 3 Currywürste in Berlin. Oder Top 6 gleich daraus machen. Wir machen gleich eine Woche daraus, mal schauen. Der easy. Die hängen schon Leute, krasse Leute, Kandidaten. Wie nochmal. Curry 36. Wenn wir auf jeden Fall mal testen kommen. Ja. Ich weiß nicht warum, aber mich hat das Gefühl heute nicht losgelassen, dass ich hier hingehen muss. Selbst wenn die, selbst wenn das Video nicht so fresh sein wird heute. Meringdam-Vibes. Wir laufen Richtung Gneisenhofstraße. Und dann würde ich sagen, war es auch schon mit dem Video. Am Bergmann-Kiez vorbei. Bergmannstraße, mal sehen, was da so läuft. Ah. Ja, ich komme gerade vom Einkaufen übrigens. Eine ganze Tüte voll. Und auf dem Weg rede ich mit euch noch einmal, weil immer mehr dazu kommen, erkläre ich euch noch einmal, warum ich mein Privatleben niemals im Internet zeigen würde. Wir sprechen das Thema gleich mal an, wenn ich über die Straße laufe. Ja. Wie gesagt, heute ist es später. Ich glaube, das so gegen 22.30 Uhr hoch. Aber das ist von heute. Ja. Das Video. Und ja, ich muss mit euch mal ein Wörtchen reden, sprechen. Weil sehr viele ja immer fragen, aus das Rotburg. Weil sehr viele ja immer fragen. Hey Bro. Die erste goldene Frage ist immer, hey Bro, hast du eigentlich Freunde? Ja, aber ich sehe sie nicht jeden Tag. Und was ist eigentlich mit deinen Eltern? Hast du Eltern? Ja, habe ich auch. Was ist denn eigentlich mit deiner Family? Deine Freundin und dein Kind? Ja, habe ich auch. Aber all diese Dinge, die mir wirklich sehr, sehr wichtig sind und privat sind, werdet ihr niemals sehen. Ja, weil das immer so sein wird. Ich bin dafür da, um euch zu unterhalten. Ihr seht mich in den Videos. Und meint ihr wirklich, ich poste meine Mutter auf Facebook? Wer macht sowas? Noch einmal ganz kurz für die Leute, die neu dazukommen. Wer macht sowas? Also ich mache sowas nicht. Ich scheine vielleicht durchgeknallt zu sein, so ein bisschen hektisch, ein bisschen daneben zu sein, aber J6 ist nicht blöd. Ja, also wenn ihr eure Eltern auf YouTube oder Facebook oder sonst wo zeigt, Instagram zeigt, eure Freundin und alles sowas, dann ist es eure Sache. Bei mir ist es so, meine Frau hat nicht mal Instagram. Ja, mir ist das ja sehr wichtig, sowas. Ja, und klar, agiert jeder freiwillig, aber wie gesagt, wenn ich dann irgendwo einkaufen gehe oder sonstiges, dann sieht man mich halt, ne? Und wenn ich mal ab und zu mal meine Mama besuche, okay. Meine Eltern halt, ne? Aber meint sie wirklich, ich zeige meinen Lebenslauf im Internet? Ich glaube nicht. Ja. Jetzt bist du gefallen. Hallo. Bitte? Die ist am Ende. Ja. Ja, was soll ich sagen, Bro? Die Leute verwechseln da sehr, sehr vieles. Ich verbringe sehr, sehr viel Zeit auf YouTube. Das weiß ich. Ich lade die Sachen hoch. Ich schneide ab und zu. Ich bin natürlich, ihr müsst eine Sache auch natürlich verstehen. Man muss 100% reinstecken, weil sonst
lohnt sich das nicht hier auf dieser Plattform. Klar, da verschwende ich sehr, sehr viel Zeit damit, aber für mich ist das ein Hobby. Und ich pflege das wie so ein Haustier. Mein YouTube-Kanal ist für mich wie so ein Haustier. Pflegst du es nicht, kümmerst dich nicht darum, stirbt das Ding weg. Und mir ist das sehr wichtig, dass ich mich ablenke, zum Beispiel ab und zu. Klar sehe ich meine Familie vormittags, klar sehe ich meine Eltern, klar sehe ich mal die engsten paar Mal im Monat. Ja? Ich muss sie ja nicht jeden Tag treffen. Oder was denkt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? So, weißt du? Und ja, das sind so die Neuigkeiten. Ihr werdet meinerseits Family, Friends und Co. neben mir laufen, auch draußen, werdet ihr niemals sehen. Das ist für mich ein Undercover-Ding. Das ist für mich eine Art, wie soll ich das sagen? Secret. Ja? Kann also wissen, wo, was, wie, wer, mit wem. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ja? Ich hoffe, ich konnte mich jetzt auch klar und deutlich ausdrücken hier. Und die ganzen Geier, die immer 100-mal fragen. Wichtig ist doch immer, dass man sich selbst um sein Leben kümmert. Das, was ich mache, mache ich raffiniert. Ich bin ja nicht blöd. Ja? Oder meint ihr wirklich, ich mache jetzt irgendwie so ein Porträt mit meinen Eltern und stelle das hoch oder was? Das sind meine Eltern oder was? Was glaubt ihr denn, wer ich bin die hier? Wer macht sowas? Es ist für mich sowieso unvorstellbar, wer sowas macht. Wer seine Kinder im Internet zeigt, wer seine Eltern im Internet zeigt, wer zum Beispiel mit Freunden rumhängt. Meine Freunde sind übrigens so, die wollen das gar nicht. Wenn öfters mal unterwegs sind, die wollen das nicht. Die wollen nicht im Video sein oder die wollen nicht auf den Fotos sein. Versteht ihr? Weil die einfach keinen Bock drauf haben. Die wollen das nicht. Die sind nicht so geil wie eure Freunde drauf. Die im Internet landen wollen unbedingt. Ja? Und ich zeige sie auch ungern. Das sind echte Freunde, die nicht vor die Kamera springen. Das sind für mich Freunde. Und die vom Privat und zum Beispiel sowas wie YouTube trennen. Ja? Das mache ich nämlich auch. Und ja, das wollte ich euch nochmal gesagt haben. Weil viele verstehen das Ganze immer falsch. Jetzt laufen wir hier durch den Meringdamm durch Richtung, ach, wir sind ja schon am Kiez. Bergmann-Kiez sehe ich gerade. Heute muss ich zugeben, es ist ziemlich tot. Man kann fast mit niemandem quatschen. Aber ich dachte mir, komm, ich halte euch auf eine kleine Standpauke. Weil viele fragen sich, ey Bro, es gibt ja auch Leute, die einen fragen, es gibt ja unmögliche Fragen. Bro, wo gehst du zum Zahnarzt? Also sind zum Beispiel so Fragen, die ich nicht verstehen kann. Mit Familie, Bekannten, enger Kreis, Freunde, du bist immer allein unterwegs. Sicher bin ich für meine YouTube-Videos immer allein unterwegs. Ich will niemanden neben mir haben. Weil mein Ziel ist, so wie ich drauf bin. Ja? Ich will niemanden neben mir haben, am besten niemanden zeigen von Bekanntschaftskreisen. Niemals. Ja? Werdet ihr auch niemals sehen. Und dann fragen, wie gesagt, sehr, sehr viele Leute komische, dumme Fragen. Nicht nur mit die Familienfragen, sondern auch so komische, dumme Fragen wie, wo gehst du zum Zahnarzt? Ich glaube, ich habe dich gesehen. Zu diesem Zahnarzt gehe ich auch immer. Oder geh doch zu dem Zahnarzt. Oder wo gehst du zum Friseur? Okay, obwohl Friseur ist ja egal so. Oder wo gehst du essen und so. Aber da, so langsam übertreiben auch die Leute. Zahnarzt. Und alle so eine komischen Sachen. So was ich meine. Friseur. Ich glaube, jeder zweite Friseur ist stark genug so. Ihr habt ja auch gute Friseure, oder? Müsst ihr unbedingt dahin gehen, wo ich hingehe? So. Weißt du? Ganz komische Fragen manchmal. Ja? Essen ist okay, wenn man nach Essen fragt oder so. Aber so Zahnarzt, Alter? So. Wie sieht deine Mama aus in so einem Dinger? Meine Frage ist an euch, wie sieht deine Mama aus? Warum fragst du nach meiner Mama? Oder warum fragst du nach meinen Freunden? Oder warum wollt ihr unbedingt meine Kinder sehen oder meine Frau sehen? Wer seid ihr denn so, weißt du, ich meine? Warum soll ich euch sowas zeigen? Ich zeige nicht meine Kinder, ich stelle meine Leute nicht ins Internet. Das ist das Dümmste, was du je machen kannst. Allerdümmste ist das, meiner Meinung nach. Es gibt ja YouTuber, die zeigen ihre Familie. Manche zeigen sie nicht ganz, zeigen ihr Gesicht nicht. Aber trotzdem macht die Familie manchmal mit. Man hört so die Stimme, man hört so die Frau. Das würde ich niemals machen. Niemals. Ja? Weil, sollte eine Hatewelle irgendwann kommen, ich bin ja nicht blöd, kriegt die Familie das ja auch ab. Wieso macht man sowas eigentlich? Nochmal ganz kurz eine Frage an euch. Dieselbe Frage. Wieso macht man ein Foto mit seiner Mama oder mit der Familie oder mit den engsten Freunden und stellt das hoch auf Facebook oder auf YouTube? Wer macht sowas? Wer bitte? Also ich nicht. Ja, ich zeige nur mein Gesicht. Genau. Darum ging es mir heute eigentlich. Perfektes Video eigentlich, weil jetzt ist es auch übertrieben leer hier gerade. Mein Ziel auf YouTube ist, nochmal ganz kurz, einige sagen auch oder schreiben auch oder auf der Straße letztens auch im Silvester, ey, mach mal was anderes. Mach einen YouTube-Kanal auf mit deinem Gesicht, mit deinem Namen und zeig mal, was du meinst. Dann will ich mal inspiriert sein von dir und dann mache ich was anderes.
Ja? Ich meine, mir ist das doch egal, was die Leute sagen. Aber viele sagen, viele wollen einen Tipp geben. Tipps geben, Tipps, Tipps. Mach mal so, dann musst du diese so machen. Ja, Bruder, machst du diese so? Machst du selber einen YouTube-Kanal auf? Und danach du zeigen mir. Ganz einfach. Nicht immer reden, reden. Guck mal, im Gedanken, Freunde, bin ich Herkules. Im Gedanken, kennst du diese Gedankensprünge? Also in meinen, in meinen Gedanken bin ich Arnold Schwarzenegger, sein Opa. Aber in der Realität, wenn du kurz aufstehst vom Bett auf, vom Bett runterkommst, auf die Füße, ist eine ganz andere Welt. Aber dieses in Gedanken springen, da war ich auch Herkules, sein Vater. Und habe Hände zerrissen und Bäume ausgerissen. In den Gedanken bin ich auch Milliardär. Bin ich 10-mal Jeff Bezos von Amazon. Bin ich 100-mal Bill Gates. Aber die Realität, meine lieben Freunde, die sieht ganz anders aus. Das wollte ich nur gesagt haben. Ich verstehe euch auch, ja, alle. Also ich verstehe auch Leute, die Anregungen haben, die mir auch Tipps geben wollen. Leute, die zum Beispiel ganz normal unter euch sachlich sind, sind okay so. Aber der Rest, so wie soll ich das sagen, so. Viele sind halt, wie soll ich sagen, ist aber normal. Du kannst es nicht jedem recht machen, so, weißt du? Das ist eigentlich das, was ich eigentlich zum Schluss sagen wollte. Ihr könnt es nicht jedem recht machen. Deswegen, wenn mich jemand fragt, zum Beispiel nach Nationalität, Religion, egal was, sage ich immer Mensch. Wenn ihm Mensch nicht reicht, dann brauche ich nicht mit ihm abhängen. Versteht ihr? Ich brauche mich bei niemandem auszuweisen. Ich sage immer Mensch. So, universal. Wenn das nicht klappt, hänge ich mit dem Person nicht ab. Ganz einfach. Ja. Also die Bergmannstraße sieht auf jeden Fall tot aus. Was geht denn hier eigentlich? Kleine Absperrung. Ja, ich glaube, ihr habt mich so ein bisschen verstanden. Und ihr wisst so ein bisschen, wie ich jetzt so ticke. Die Bergmannstraße ist tot. Boah, zum Glück habe ich schon gegessen. Was sind das für ein paar Leute, ein paar Crackies, die abhängen oder was? Aber hier ist ja komplett im Winter nichts. Im Sommer ist es wunderschön hier. Und sehr viele Leute unterwegs. Hier ist ja jetzt... Im Winter sozusagen gar nichts. Jetzt verstehst du so ein bisschen, wie Six tickt. Und diese Fragen, diese ständig komischen Fragen. Bro, du wirst meine Familie niemals sehen, egal wer du bist. Egal, was sie von mir sehen wollen. Ihr werdet nur mein Gesicht sehen. So, weißt du? Und ich muss auch niemandem was beweisen. Welche Freunde ich habe, was für Leute im Hintergrund. Ich muss alles nicht beweisen. Das juckt mich alles nicht. Ja? Ich muss es euch aber trotzdem dennoch sagen, damit ihr auch seht, ey, was geht da ab, so was ich meine. Ja, wir laufen. Leute gucken immer auf die Kamera drauf. Und ich denke mal, es filmt nicht. Ja? Also aufs Handy jetzt. Und ja, was soll ich sagen, Alter? Was geht denn hier eigentlich? Atlantik. Ja. Bergmannstraße tot, Bro. Bergmannstraße, Winternacht ist Katastrophe. Ups, jetzt kriegen wir Schläge gleich. Was meinst du gerade damit? Jetzt kriege ich Schläge gleich, denke ich. Nein, ja, nur weil dein Handy rauskommt. Ich meine hier, ich bin selber Kenner. Ich meine hier, Bergmannstraße im Winter ist absolut nichts. Guck mal, früher war was los. Ja, aber im Sommer ist doch geil. Corona hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, okay, gut, das ist ja klar, aber jetzt, vor allem jetzt merkt man das. Was haben wir heute überhaupt? Mittwoch oder was? Donnerstag? Heute ist Montag. Montag. An den letzten schlafen wir hier einen Rausch aus vom Silvester. Immer noch, ja, 2-3 Tage hinterher. Ja, natürlich. Ja. Wie war es bei euch hier am Bergmannkiez? War das ruhig? War auch Verbotszone, war? Nein, trotzdem haben Leute geknallt. Haben trotzdem geballert, ja. Aber also ich wohne hier direkt. Ach so, okay. Gesehen. Du hast was erlebt, ja. Ich habe wirklich diesen Unterschied zwischen Deutschen gesehen und Kennex. Yeah. Kennex schießt mit, yeah, mit Schreckschusswaffen. Ja, yeah, und die anderen mit Böller. Und dann siehst du, Deutschen nehmen sie Knallerbsen. Knallerbsen, ja. Ja gut, weil sie ja sozusagen auch alles befolgen und sozusagen auch auf die Sache hören. Halt, ne? Nein, nicht unbedingt. Das war die hatten, glaube ich, nichts anderes bekommen oder hatten Schiss. Oder haben nichts, ja, genau. Ja, ja, viele gingen ja nach Polen, Dänemark und so, habe ich gehört. Ja, ist okay, wenn du bei mir im Interview mit drin bist. Ja, ist egal, ja, alles klar. Cooler Typ. Wie heißt du? J6. J6? J-S-E-X. Achso, du kannst mich Six nennen. Six? Nennen. Ja, genau. Ja. Man würde sagen, okay, ich spiele jetzt nicht irgendeine Nummer, sondern ich bin wirklich so nach einer Zeit. Weil ist ich habe so auch irgendwann gelernt. Sich zu verstehen, ist richtig, besser, weißt du? Richtig. Ich habe dann irgendwann angefangen zu lernen, mich zu verständigen. Und ich habe dann einfach gemerkt, ey, so kommst du überall weiter. In den Behörden, bei der Polizei, bei Bushido, mein Quatsch. Du kommst überall weiter und die Leute fangen an, dir zuzuhören. Ja, weil die denken, ey, der hat was im Kopf. Genau. Und als ich dann so kam, damals auch Neukölln, Schuh und so kannst du nicht bringen, Bruder. Weißt du? Schuh, da gehst du zum Deichmann, kaufst dir Schuhe. Ja, sowas. Ich weiß, ja. Du kannst nicht auf ewig so draufbleiben. Und das Schlimmste ist, weißt du, was ich am meisten hasse? Also ich bin auch 35, irgendwann ist es auch vorbei. Irgendwann ist auch gut. Siehst aber nicht so alt aus. Danke schon. Ich schätze dich vielleicht maximal so 29, 30 so.
29, 36 bald, demnächst. Ja, siehst du, ich werde dieses Jahr 30. Okay, krass. Ja. Okay, du bist aber auch meine Generation. Du bist kein junger Bursche. Ja? Naja, es geht. Aber du siehst auch nicht so alt aus. Du siehst jetzt auch nicht so wie 30 aus. Ja, ist so gut. 25. Dankeschön, ja. Aber das danke, liegt danke. An unserer Generation, das sage ich dir doch. Hast du gesehen, wie die anderen heute aussehen? Mit 18, 20, 21? Wenn die in den Laden kommen, ich schlag mich manchmal kaputt. Ja. Wie mein Onkel mit Vollbart ohne Ende. Mehr bald wie ich. Das Beste war mal, hier kam wirklich mal jemand rein. Voll erschöpft. Sieht aus wie so ein Lauch. Ja. Ja. Und also Lauchmenschen wirklich so, so dünn wie diese hier. Ja, so ausgelaufen. Einfach tot, mal. Ja. Ja. Und also, er erzählt so voll erschöpft. Er, oh, ich habe heute 2 Stunden bei Edeka an der Kasse gesessen. Okay. Und ich bin kaputt. Und ich habe an dem Tag schon locker, glaube ich, 16 Stunden hinter mir gehabt. Bro. Also, weil ich noch eigene 5 erfahrt habe. Okay, du hast durchgezogen. Ja, und ich stehe da so voll erschöpft, weißt du, so leicht schwitzend. Und ich bin einfach sprachlos. Und dann, das Schlimme ist, er sagt... Ja, er war bestimmt gerade mal 20, 22. 22, ja. Warte, jetzt kommt das Beste. Dann zeigt er auf mich und sagt, ey, der Junge versteht mich. Er arbeitet im gleichen Business wie ich. So. Ich dachte einfach, ey, halt die Fresse, Alter. Bro, die haben heute viel Geld in der Tasche. Ich hatte kein Geld. Die haben kein Geld. Weißt du, was die haben? Ja. Dem wird alles in den Arsch geschoben. Ja, meine ich doch. Ja? Aber guck mal, die haben doch alles in der Tasche. Dann, ich war damals, als ich über Rüttli gelaufen bin, ja? Ich hatte einfach nichts. Ich hatte nicht mal Geld, ich hatte nicht mal ein Portemonnaie gehabt. Also ich habe mich gefreut, wenn viel ich einen Euro hatte, ja. Weißt du, dann hier ja? In den Laden gegangen bin. 2 Mark. Ja, yeah, oder Mark, ja genau. Ja. Wollen meinst du, für 5 Pfennig noch so, was das Süßigkeiten bekommen hat? Genau, 5 Pfennig, ja. Ja, hast du damals so Schlangen bekommen und so. Mann, du hast für eine Mark, du hast so eine Tüte bekommen, weißt du? Ja, das so manche, die haben so gegeben, ey, hier. Krass, Mann. Das ist das Krasse. Lang gelebt, ja. Mann, wir haben alles geschätzt. Weißt du, was mein Opa gemacht hat? Er hat mir den Wert des Geldes beigebracht, indem wir Sachen so auf dem Flohmarkt verkauft haben. Ja, ich stand ja, da mit, stimmt, ja. Mit 11, 12 stand ich, weißt du, so am Flohmarkt hinten bei Markthalle. Okay. Und hab da Sachen verkauft, wirklich. Wir saßen da 5 Uhr morgens, siehst du alles, ein bisschen ältere Leute, und saßt du mich und mein Opa, wie wir da so unser Brot gegessen haben. Meine Oma hat mein Brot gemacht, alles Mögliche gemacht. Wir sitzen da, trinken unseren Tee, kommen Leute vorbei, haben wir dann Sachen verkauft. So war das. Ja, Hammer. Randomly und authentisch. Baby. Was ist das hier? Zigarren? Ja, so heißt das. Mit der Deutschen Post mit drin. Hier kann man sich seine Post abholen oder was? Ja, ist ein cooler junger Mann, mit dem kann man sich unterhalten. Aber nur weil wir auch am selben Alters. Der Altersunterschied ist nicht so hoch. Bergmannstraße, schaut euch mal kurz um. Komplett tot. Was geht hier ab? Na, also ich sehe nichts. So Geschäftsmann hier, ja? Guck mal hier, das ist ein Kopf. Na, aber wirklich, manchmal kommen so Idioten in den Laden, wo du denkst, Alter, was. Ey, da wurde doch bei der Geburt locker 3-mal hingeschmissen von der Mutter. Ja, oder die wurden gar nicht. Es wurde nicht um sie gekümmert, Digga. Irgendwas stimmt denn, irgendwas ist an Liebe, Verlust. Hast du Liebe, Verlust? Die haben überhaupt keine Emotionen manchmal. Keine Emotionen, war ja, das hast du recht, Bro. Ich habe so viele davon gesehen. So das sind so Leute, wie gesagt, dem wurde alles in den Arsch geschoben. Die haben keine Dankbarkeit, ja, die haben keinen Respekt, keine Freundlichkeit, kein Herz, nichts. Richtig eklige Menschen. Die denken, alles läuft von alleine. Ja. Der hat nichts in sein Leben geschaukelt. Er geht zu irgendwelchen Leuten und quatscht dicht. Und dann wollen sie noch Tipps geben. Bruder, du hast nicht mal eine Freundin, Digga. Ja, was willst Freundin. Du mir erzählen? Nein, nicht scheiß mal Freundin. Ja. Die haben nicht mal ein Leben. Ja, nicht mal ein Leben. Weißt du? Nein, die können nicht mal selbst den Arsch abwischen. Ich weiß, was du meinst, Ja? Das ist so die leere Hülse. Du chillst Tag zu Tag, weiß ich, was machen soll. Ich kenne das. Ich war leider aber auch so. So wie diese Leute. Aber du hast dich ja ausgerettet. Zum Glück, Digga. Zum Glück. Was? Und ich bin nicht zu jedem Zweiten hingegangen und hab gefragt, bist du Jude? Bist du Muslim? Bist du Christ? Weißt du, ich meine? Und weißt du, was meine Ansicht ist? Für mich ist es scheißegal, ob jemand Jude, was das ist, Christ oder sonst was ist. Du bist Mensch, Digga. Du bist ein Mensch. Wenn jemand fragen sollte, ey, was du Nation hast oder von wo kommst du, sag ich, ey, ich bin ein Mensch. Geil, Mann. Okay, manchmal sag ich auch, ich bin Türk, aber ey, das ist. Weißt du, was ich meine, ist eigentlich egal, woher ihr kommt. Das ist nicht so. Ist so. Ich sag ja auch, ich komme aus Tadschikistan. Wo ist das? Was ist das? Ich sag, Bruder, warum fragst du dann? Weißt du? Lass mal, ja, sowas. Die Leute, die überhaupt so was glaubt ihr? Ich sage, die glauben an Gott. Aber an was genau glaubt ihr? Welchen Gott? Ich sag, hä? So nur ein Gott, Bruder. Wie viele Götter haben wir denn? Die Leute sind doch krank, Digga. Nee, der heißt so. Bruder, lass mal. Ich bin dann immer so ein Typ, ich glaube, ich bin dann so ein bisschen zu viel. Mir wird zu viel. Ich will nicht sagen, dass ich der Schlauste bin. Aber ich bin für solche Leute bin ich zu intellektuell. Ja, guck mal, es gibt ich sag dann komm, ich muss gehen. Nee, aber es gibt einen Unterschied zwischen intelligent und klug. Ja. Ja. Klug sind wirklich so die Leute, die in der Schule, sag ich jetzt mal, aufgepasst haben immer und immer noch viel gelernt haben. Weißt du, alles auswendig gelernt haben und so, die gute Noten haben. Aber intelligent sind die Leute, meiner Meinung nach, die im Leben klarkommen. Es gibt manchmal Leute, die sind entweder nur klug oder nur intelligent oder beides. Du meinst die Maschinen und so.
Also wirklich alles Leute, abgefaust, die gut in der Schule waren, Ausbildung, Uni, was immer, auch doch gut im Leben klarkommen. Okay. Weißt du, die wird nicht bei jeder Kleinigkeit immer Mama und Papa anrufen und sagen, ah, was machst du jetzt? Ah ja, okay. Weißt genau, du, oder ja, andere Leute im Anrufen und sagen, weißt du, ey, was machst du jetzt? Okay, die früher auch ausziehen bestimmt. In ja, alles, muss nicht unbedingt sein, aber alles Mögliche, weißt du? Und dann gibt es Leute, die können nichts, wirklich. Andere Leute werden vielleicht schon sagen, er meint vielleicht, was ich klug sind, Leute, die im Leben klarkommen und jeder bezeichnet anders. Aber meiner Meinung nach ja, ist so. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst, genau. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, und? Es gibt halt wirklich, die Mehrheit ist wirklich so, die zeigen nur. Die zeigen nur. Aber du sagst, zeig mal dein Leben ganz gut, zeig mal deine Timeline. Alles voller Pornos, wa? So, was ich meine? Was hast du heute erreicht, Bruder? Nix! Ach, Mann. Weißt du? Guck mal, ja, ab und zu so eine faule Phase, okay. Mich regt dich auch nicht auf, mehr. Mich regt es auch nicht mehr ja, auf. So. Faule Phase haben wir alle. Aber ich meine, wer bin ich? Wenn ich jeden Tag in den Spiegel gucke, ich frage mich immer selber und sage, ja, ich bin im Reinen. Weißt du? Immer sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es Leute, die haben, innen drin ist einfach schwarz. Und ich spüre das immer wieder, wenn ich unterwegs bin, viele Leute sind schwarz im Inneren. Guck mal, du bist herzlich, du lachst. Ja, yeah, aber du lächelst, deine Augen aber, lügen nicht, deine aber, Augen aber sind... Aber ich sag dir auch was, ja, ich habe auch manchmal Phasen, wo ich denke, ey, ich habe auch nichts los. Wirklich, ja, ist okay, so, aber du bist kein Jaran. Yeah. Weißt du? Du machst... Du hast Herz, deine Augen leuchten, du bist nicht ja, so. Ja, aber was, du laberst nicht in jedem zweiten Wort, laberst du nicht irgendwas von. Beste Beispiel, weißt was? Du? Zum Beispiel zu Neujahr, ne? Oder zu Silvester. Hm. Immer wenn man sagt, ey, guten Rutsch und sowas, ne? Hm. Wenn ich das manchmal zu Leuten sage, ich teste es, ja. Ich sag's manchmal natürlich mit so einem Lächeln, weißt du, so voller Freude und so. Und dann siehst du auch, die Leute lächeln auch und freuen sich. Richtig, ja. Weißt du, sagen sie, ey, er will mir nur mein Geld abnutzen, sondern. Richtig, richtig. Ist, er ist freundlich, er ist sympathisch. So wie du kommst, so werden auch die Leute kommen. Ja. Oder, aber ich meine einfach nur, manchmal gibt es Leute, die haben das nicht. Du siehst sie in den Augen, können gar nichts. Die sind so, das ist das Unsicherste, was, das sind unsichere Leute. Aber ich bin dafür da, ich will die Leute inspirieren, ich will sie unterstützen. Ich will nicht, dass sie irgendwo enden im Knast oder auf einer Spritze oder bei denen nichts ab. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch was machen könnte. Jeder hat, ist so. Jeder ist Künstler, glaube ich. Ja, nicht um die Künstler, jeder hat ein Talent für dich. Genau, genau. Irgendwas ist da auf jeden Fall. Aber die meisten wollen einfach nichts machen. Die wollen ja, weil die nichts machen. Und du kannst auch ein Junkie kannst auch nicht sagen, ey, hör mal bitte auf. Er wird sein Ding machen, so weißt du? Ja, ist so. Deswegen, guck mal, man kann nicht jeden zwingen, irgendwas zu machen. Wenn die es nicht machen wollen, mein Gott, ja, leb du dein Leben, die ja, leben ihr Leben. Auch solange die dich nicht beeinflussen oder irgendwie Scheiße machen, andere Leute beeinflussen, also negativ. Deswegen nicht. Ist mir egal. Meine Priorität Nummer 1 war immer, chill nicht mit negativen Leuten. Immer so, dein Umkreis wechseln. Ja. Guck mal, du bist so ein Typ, du chillst. Okay, chill. Manchmal bin ich zu gechillt, aber... Nee, aber du chillst. Du erzählst mir nicht, was ich machen soll. Ey, mir ist egal, was du machst. Du kriegst nicht Kopf oder so. Ja, ich auf weiß, gut ich Deutsch, weiß. Weißt du? Ich hab dir gerade nichts zu erzählen, weißt du? Wir, ja, wir ergänzen es. Die Energie stimmt, deine Augen sind ich sauber. Sag nicht, ey, Bruder, man sieht in die Augen, man weiß sofort, weißt du, bei dir? Sofort. Aber dann gibt's Leute, du siehst in die Augen, du siehst nur Probleme in den Augen. Die wollen dich mal belehren. Ja, du sagst ja irgendwas, die hören dir wirklich aufmerksam zu. Das ist eine gute Sache. Die hören zu, weißt du? Aber dann kommt diese negative Sache, dass sie direkt widersprechen, nein, was ist nicht, das ist falsch, nein, das ist so, ich denke mir, da bist du das, was will, also wenn ich jetzt nicht etwas übertrieben Falsches mache, weißt ja, du, ja, klar, über jemanden schädige, wenn ich jetzt hier nicht direkt an den Kragen gehe oder was ich beklaue oder irgendwas, weißt du, dann, was ist dann dein Problem, dass du mich irgendwie belehren willst oder bekehren willst, was auch immer. Ist richtig, da hast du recht. So denke ich auch. Nicht. So denke ich auch. Chill doch, keiner will dir doch Böses. Ja. So, warum hast du denn was zu sagen, wenn du da selber nicht bereit bist? Man sieht doch, dass du nicht bereit bist. Mann, die halten sich manchmal für was Besseres. Ja. Weißt du, denken, ey, solange die immer was zu sagen haben, weißt du, dass jemanden sozusagen entweder dirigieren können oder was, dass sich belehren können, was auch immer, sind die besser. Ja. Weil die sich ja, sagen wir, in Morgan, dem Bereich besser auskennen oder was auch immer. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also, sie geben es immer so vor. Es ist ja immer leicht, ein Königreich zu beherrschen, außer sich selber. Kennst du den Spruch? Ja, habe ich schon gehört, aber okay, ja, gut. Es ist immer leichter, ein ganzes Königreich über ein ganzes Königreich zu herrschen, anstatt sich selber zu beherrschen. Bergmannstraße, Ecke, was war das nochmal? Nosselstraße, genau. Habe ich ja vorhin gesagt, ne? Nummer? Was steht für eine Nummer? Bergmann 10. Bergmann 10. Ja, ganz normaler Lotto-Kiosk und Spätkauf hier bei dir. Kommt vorbei, nee, kauft dir alles leer. Zeitschriften. Ja, okay, also kriegt man alles bei dir. Nicht nur Tabak, also nicht nur illegale Sachen nicht, aber. Nee, ist der Geilste. Du bist auch sehr, sehr sprachgewandt, ne? Du kannst das sehr gut. Keine Ahnung. Mach dir doch einen Kanal auf die. Nein, ja. Doch, ja, hast du auch keinen Bock drauf. Kein Bock auf diese Hater, wirklich. Yeah. Die ich dann immer beleidigen muss. Ja, damit muss man klarkommen. Deswegen. Ich verarbeite das ja auch mit Kunst dann wieder. Weil ich aber wirklich sage, wie es ist, manchmal die Leute sind. Die sind. Das macht einen nicht fertig oder sowas, sondern es nervt eher. Yeah. Die haben manchmal Fragen, wo gehst du zum Zahnarzt? Ist er wie bitte? Zum wem?
zum Zahnarzt? Ja, ich will auch dahin gehen. Ich sage, wieso gerade Zähne oder was? Ich habe doch gelbe Zähne mit 35. Was wollt ihr denn, Digga? Wo gehst du essen? Okay, das ist ja noch okay. Zum Friseur, wo gehst du essen? Aber wo gehst du zum Zahnarzt? Wie heißt deine Mutter mit Vornamen? Was ist das, Digga? So, was ich meine. Da frage ich mich halt, was ist falsch mit dem? Weißt du, was witzig wäre, wenn die so mit typischen Fragen kommen, wie, ey, wo ist dein Lieblings-Shisha-Kaffee? Weißt du, so, ja, das kannst du schon verstehen. Ja, weißt du, so. Ja. Freunde, Alter, ich würde sagen, wieder ein erfolgreiches Video. Danke fürs Zugucken, Six All in the Mix. Abonnieren, aktivieren. Und ja, du hast das letzte Wort, Bro. Ich weiß nicht, was sagen kann. Schönen Abend auf jeden Fall noch. Haut rein. Bergmann-Vibes. Bleibt ihm treu. Kommt mal vorbei, wirklich. Sag dir mal hallo, sagst du hier vom Six, habe ich mal gesehen. Ich möchte mal ganz gerne den Mann kennenlernen hier zum Quatschen, warum nicht? Kauft ihm ein bisschen Getränke leer hier, Tabak, wie auch immer. Wenn ihr raucht, ist euer Ding, ja? Jeder entscheidet für sich im Leben. Wir haben auch rein, CBD, Freunde. Bruder. Da habt ihr dieses, wie nennt man das? Ist das eigentlich Grasersatz oder was ist das? Guck mal, es gibt, soweit ich weiß, ja. Ist Fake Shit, ne? Nein. Es gibt einmal CBD und einmal dann THC. Okay. Ja, also wenn du eine Weedpflanze anbaust, haben die mir mal so erklärt. Ist ich eigentlich in jeder Weedpflanze auch THC drin, aber es wird rausgebrannt oder in einem Arbeitsschritt entfernt, keine Ahnung. Also ausgefiltert? Ja, nicht gefiltert, aber doch, ich glaube eher rausgebrannt. Ist so okay. Wie im alkoholfreien Bier, da ist auch mal minimal noch was drin. Und das ist auch bei dem so, minimal THC drin, okay. Aber der CBD-Gehalt bleibt. Okay, also ist dann sozusagen auch legal und darf man auch verkaufen? Ja, so Pseudo-Kiffen ist gut, ja. Okay, krass. Naja, ich kiff schon lange nicht mehr und sowas, ja. Ich trinke auch nicht und so. Ne, ohne Scheiß, ich trinke und rauche nicht. Ich bin Vorbild. Weißt du? Auf eine Mundpropaganda. Klar, wenn du mal nach Amsterdam gehst, musst du einen weghauen, weil sonst ist Quatsch. Ich war noch nie in Amsterdam. Musst du mal machen, ey, oder? Ist lauter als mein Auto, Digga. Von meinem Vater. Freunde, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Six All in the Mix. Jetzt erstmal einen Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren. Heute mal ein etwas anderes Video, aber ihr seht, was soll ich sagen, Bro? Freestyle, go with the flow und ja, peace out. Spielt nicht an euch selbst herum, sonst rutscht einer aus.